Hi, willkommen beim Mami-Blog. Immer öfter bekomme ich Nachrichten von euch, in denen ihr mich nach mehr Tipps und nach mehr Ideen fragt. Und die Nachrichten zeigen mir einfach, dass viele von euch gerne mehr Videos hätten. Aber meine Situation sieht leider so aus, dass ich zwar Ideen über Ideen habe, die ich auch gerne in die Videos packen würde, aber einfach nicht die Zeit finde, die alle umzusetzen. Und deswegen bin ich jetzt im Moment gerade auf der Suche nach neuen Mamis. Mamis, die ungefähr so ticken wie ich, also die Spaß dran hätten, im Mami-Blog-Stil Videos zu machen und die hier auf Mami-Blog zu präsentieren. Ich stelle mir das so vor, dass das komplette Videos sein können oder auch nur Teile. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel keine Lust habt, euch selbst zu präsentieren oder eure Kinder, trotzdem aber total Spaß daran habt, Videos zu machen, dann könntet ihr so Bastelszenen drehen oder Kochvideos machen zum Beispiel. Wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, was mich total freuen würde, dann nehmt doch einfach mal ein ganz kurzes Video auf, in dem ihr euch vorstellt, in dem ihr ganz kurz sagt, wie alt euer Kind ist oder wie alt eure Kinder sind und ja, was für Videos ihr gerne machen würdet, also was ihr euch da so vorstellt. Das Video könnt ihr einfach über WeTransfer an mamiblog@gmail.com schicken. Alles Weitere können wir dann privat besprechen. Ich freue mich total darauf, einige von euch kennenzulernen. Also bitte nicht zögern und einfach mal abdrehen und abschicken. Mehr müsst ihr erstmal gar nicht tun. Meine erste Mami, die mich hier auf Mami-Blog gerne unterstützen mag, ist Jana. Jana ist vor einem guten halben Jahr mit dem kleinen Veit stolze Mami geworden. Und gemeinsam mit den beiden entstand dieses Video. Viel Spaß beim Zugucken. Hallo, ich bin Jana. Das ist Veit. Wir sind neu auf dem Mami-Blog und heute zeigen wir euch Tipps für eure zahnenden Babys. Wenn euer Baby schon Brei bekommt, dann könnt ihr daraus kleine Tropfen einfrieren. Das macht ihr am besten mit einer Gefriertüte, in die ihr Babybrei einfüllt. Schneidet die Spitze ab und gebt dann auf Backpapier kleine Tropfen. Das Ganze gebt ihr ins Gefrierfach und euer Baby kann dann eiskalte, gesunde und nahrhafte Babydrops lutschen. Bewahrt die gefrorenen Drops in einem Behälter auf, dann habt ihr immer welche parat. Den Tipp mit den Eischnullern kennen wahrscheinlich einige von euch. Nach meinem letzten Video kam ein Kommentar, der darauf hinwies, dass sich von den Eischnullern auch Stücke lösen können, die das Baby dann verschlucken könnte. Ich halte das tatsächlich für sehr unwahrscheinlich und wir sind ja auch daneben, wenn unser Baby so einen Eischnuller bekommt. Allerdings hier ein Tipp, wie ihr das einfach umgehen könnt. Gebt in den Eiswürfelbereiter einfach sauber Vanuckelflaschen und gebt dann die Muttermilch oder eben Wasser rein und steckt dann die Schnuller rein. Der Schnuller dient dann nur als Griff, den das Baby festhalten kann. Für eine besonders leckere Kühlung bietet sich auch selbstgemachtes Milcheis an. Dafür schneidet ihr eine Banane in Scheiben, schont nachher euren Mixer, friert die Scheiben ein und püriert die gefrorene Banane. Gebt jetzt noch ein bisschen Muttermilch dazu, einmal umrühren und das leckere Babyeis ist fertig. Veit für seinen Teil war unfassbar glücklich. Das Rumkauen auf den rauen Fasern eines Basskorbs oder so einer Basstasche lindert Schmerzen und Kieferspannen. Auch super zum drauf herumbeißen sind große gekühlte Obst- oder Gemüsesticks. Also zum Beispiel gefrorene Wassermelone oder Karotten oder Gurke aus dem Kühlschrank. Hier müsst ihr nur unbedingt dabei bleiben und aufpassen, dass euer Baby sich nicht verschluckt. Und in Gemüse und vor allem in Obststicks ist natürlich auch viel Fruchtzucker drin. Deshalb solltet ihr euer Baby da nicht zu lange dran rumnuckeln lassen. Auch eine super Möglichkeit, um den Mundraum zu kühlen, ist gefrorenes Fruchtmus im Waschlappen. Dafür bestreicht ihr einen sauberen Waschlappen, zum Beispiel mit Apfelmus, wickelt ihn zusammen und bindet um die Enden jeweils ein Haargummi. Jetzt kommt das Ganze ins Gefrierfach und kann dann nach dem Antauen dem zahnenden Baby gegeben werden. Eine andere Möglichkeit, Zahnungsbeschwerden zu lindern, ist die Gesichtsmassage. Massagen lieben die meisten Babys ja sowieso, also könnt ihr hier schon mal gar nichts falsch machen. Nehmt dafür ein bisschen Babyöl und massiert mit leichtem Druck Stirn und Schläfen, den Bereich der Nasennebenhöhlen und den Kiefer eures Babys. Babys sollen diese Art von Gesichtsmassage übrigens auch bei Erkältungen als sehr angenehm empfinden. Wenn es sehr schlimm ist, dann kann auch ein Zahnungsgel helfen. Hier würden wir aber auf jeden Fall darauf achten, dass es natürlichen Ursprungs ist. Jana und ich haben beide Dentilin von Mama Natura getestet und es hat Yannick und Veit offensichtlich beiden sehr gut getan. Das Gel enthält im Gegensatz zu anderen Gels keinen Alkohol und keinen Zucker und die Konsistenz ist so konzipiert, dass es lange Zeit am Zahnfleisch, also an der schmerzenden Stelle, haften bleibt und da das Zahnfleisch kühlt. Ihr seht es hier, das Gel bleibt am trockenen Finger genauso festhängen wie am nassen. Dentilin ist außerdem offensichtlich genau auf den Geschmack von Babys ausgerichtet. Beide haben das Zeug auf jeden Fall geliebt, obwohl kein Zucker drin ist. Babys, die Zahnen sabbern ja ohne Ende, deswegen sind Dreieckstücher hier eine praktische Sache. Ich hatte damals für Yannick ganz viele solcher Tücher, weil so der Body nicht direkt immer nass wurde, ich sie total süß finde und man sie sich ganz einfach selbst machen kann. Und zwar aus alten, kaputten Klamotten, die ihr nicht mehr braucht. Nehmt ein Dreieckstuch, was ihr schon da habt, und legt es auf den Stoff drauf. Ich hatte hier eine Hose. Zeichnet die Form des Tuchs ab und schneidet dann aus. Achtet dabei darauf, dass ihr so einen kleinen Rand stehen lasst.
Wenn ihr ein Wendetuch machen wollt, nehmt noch einen zweiten Stoff. Ich hatte noch ein altes Hemd von meinem Mann da. Schneidet auch hier das Dreieck aus. Steckt das Ganze vor dem Zusammennähen nochmal mit Stecknadeln ab. Ja, und dann könnt ihr mit der Nähmaschine einmal rund um den vorgezeichneten Rand drumherum nähen und lasst dabei so eine ganz kleine Stelle offen. Durch dieses Loch dreht ihr das Tuch jetzt auf die richtige Seite. Bei uns war das Tuch so ein bisschen zerknittert, deswegen haben wir es nochmal gebügelt. Müsst ihr aber natürlich nicht machen. Jetzt sieht es schon fast fertig aus. Näht jetzt aber nochmal mit einem passenden Faden rund um den Rand herum. Das sieht einmal schöner aus und man kann gleichzeitig das Loch mit der gleichen Naht nochmal zunähen. Den Verschluss könnt ihr ganz einfach mit Klettband machen. Schneidet dafür kleine Kreise aus und näht sie einfach dran. Der zweite Klettpunkt, der muss natürlich auf die andere Seite, auf die Wendeseite, damit ihr das Tuch dann hinten sauber zumachen könnt. Fertig ist das kostenlose Dreieckstuch. Wer mag, kann es jetzt noch verschönern, zum Beispiel mit so einem süßen Aufnäher oder einem Bügelbildchen. Das war's schon wieder bei Mami Blog. Vergesst nicht, den Daumen hoch zu geben. Wir sagen Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal.